So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays. Während ich gerade geguckt habe nach diesem, in meinen Augen, Bug mit der Energy Storage Unit, ist bei uns ein Creeper hier reingekommen. Kein Mensch weiß wie. Hat kurz gezischt und hat uns hier ein bisschen was weggesprengt. Ich habe jetzt das mal offscreen wieder neu gebaut, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn wir hier im Internet gucken nach irgendwelchen Bugs und er sprengt sich hoch, dann da kann das nicht wirklich unser Problem sein. Also... Es ist ja dann unser Problem, theoretisch. Aber eine richtige, faire Aktion war das nicht. Wir hatten ja nicht mal Chance, dem Jungen eins aufs Dach zu geben. Oh, und da fällt mir ein. Ja, ich musste ein bisschen cheaten. Ich habe den Extraktor neu gebaut. Also über den Creative Mode. Weil, wie gesagt, das war in keinster Weise fair oder gerechtfertigt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ihr verzeiht mir das bestimmt. Und habe dann eben gerade noch mal ganz schnell einen Extraktor dahingestellt. Das ist das Einzige, was gefehlt hat. Und irgendwie habe ich mich vertippt. Ach ja, ich habe mich vertippt. Ich bin nämlich jetzt immer noch im Creative Mode. Jetzt muss ich das gerade noch mal ändern. Gerade eben vertippt. So, da habe ich auch wieder meine Erfahrungspunkteanzeige, weil im Creative Mode kann man auch keine Erfahrung sammeln. Und wir haben uns aber auch nicht irgendwie jetzt noch groß irgendwelche Sachen herbeigecheatet, so die Tausende von Diamanten oder sowas, sondern wirklich nur den Extraktor wieder hingestellt, wo er hingehört. Weil das war einfach... Nee, das war nicht fair. War es einfach nicht und... Ich bleib bei der Meinung. So. Nein. Nein. Ich habe gerade was anderes Interessantes festgestellt. Etwas, was ich so lange nicht gemacht habe, ich nicht mehr weiß, wie es geht und ob es geht. Was denn? Kann man TNT wieder abreißen? Oh, das ist nicht wahr. Ja, da TNT jetzt nur noch mit Feuer oder Redstone gezündet werden kann, müsste es gehen. Und mir ist gerade ein Creeper entgegengekommen und hat sich mutterlustig hochgesprengt. Und jetzt fehlt uns ein Stück unserer Indiana Jones Bahn. Nein, Wayne, du hast gelogen. Okay. In dieser Version sprengt das TNT sich noch in die Luft. Wenn du es einmal anhaust. Das heißt, du hast jetzt die halbe Hütte weggesprengt? Nein. Nur den Verbindungsgang zu uns. Na, schon wieder mal die Kupferrohre, die Messingrohre weggesprengt, also. Ja. Die haben es echt momentan nicht leicht, die Jungs. So, wir brauchen noch ein paar Wooden Rails. Weil mir hat sich gerade ein Creeper gesprengt, als ich da unten war. Ich weiß auch nicht, woher er kam. Oh nein, mal wieder. Also heute ist irgendwie schon wieder so eine Creeper-Folge. Ich habe auch keine Ahnung, was der Scheiß soll. So langsam bin ich echt sauer. Sowas muss doch nicht sein, oder? Muss denn sowas sein? Schreibt's in die Comments. Ja, total ätzend. Aber wenigstens hat es bis jetzt noch nichts wirklich Wichtiges zerlegt. Falls du verstehst, was ich meine. Ich meine, so eine MFE weg wäre, dann wäre ich echt... Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Das war ein ITNT. Eins. Ist nicht dein Ernst. Das war ein ITNT? Ja. Seit wann hat denn das so einen geilen Sprengradius? Ich weiß es nicht. Ja, Glück haben, kommt gleich noch ein Creeper durchs Dach, dann wird's richtig lustig. Es ist jetzt halbwegs wieder dicht hier unten. Ich denke schon, aber es fehlen auf jeden Fall ein paar Messingrohre. Es fehlt auch ein bisschen Netherrack. Ich habe noch drei. Und hier fehlen Fackeln. Ich habe keine mehr. Ja, irgendwie sprengt sich heute alles in die Luft. Wir haben Mordsprengungen hier. Messing, 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 Messing. Kupfer? Ich versuche das mal zu mischen. Weil ich habe auch immer noch diese zwei Kupferdinger, die nirgendwo hingehören.
Gucken, ob ich das irgendwie mischen kann bei... beim Alloy Furnace wenigstens. Ja, da geht's. Sehr schön. Dann habe ich die endlich mal los. Mensch, da bin ich aber glücklich drüber. Ach, ja. Man hat schon seine Last. Ja. Zwei Pneumatic Loops habe ich noch. Ja, ich mache gerade neue. So. Ich habe jetzt nochmal 16 Stück gemacht. Ist wahrscheinlich mehr als genug. Ja. So, hätten wir das auch wieder. Und hier, ich bin am Überlegen, ob wir alles, ob wir bei der Bahn vielleicht ein System einbauen, dass mit Pistons erstmal was aufgehen muss, bevor man in die Mine reinkommt. Weißt du, dass es getriggert wird über die Schiene, dass darüber nichts hochläuft. Hm. Das ist nämlich die einzige Strecke, die von der Mine noch hoch wirklich effizient existiert. Ach, das ist doch alles ärgerlich. Warum habe ich Maschinenblock im Inventar? Ich nehme an, das ist die Reste vom Extraktor. Die Drill hört sich gar nicht mehr so gut an, wie sie sonst an sich anhört. Aber ich glaube, sie ist fertig. Ja, ja, wow. 1, 2, 3, 4. So, ich gehe jetzt in die Tiefen des Kellers. Ich habe jetzt ein paar Dynamitstangen hergestellt und probiere mal die Remote aus. Ja, mach das. Das ist eine spaßige Sache. Hast du noch irgendwie Charcoal übrig? Alles in der TBM gelandet. Also, wenn dann draußen in den Öfen, könnte durchaus noch welches sein, ja. Weil ich habe bald keine Charcoal mehr für Fackeln. Nein! Oh. Alter Schwede, hatte ich gerade einen Schiss. Ich habe vergessen, dass ich den Miner nochmal abbauen muss. Beziehungsweise, ich muss ja den auffüllen mit das, was er machen soll. Also, was er quasi mit Wasser auffüllen soll. Mit was soll er denn auffüllen? Soll ich ihn einfach mit Cobblestone auffüllen lassen? Ja, da wissen wir das. Cobblestone-Säulen, wissen wir, da war der Miner hier. Ja, das ging gut. So, wie ist das? Ich stelle die Dynamitstange auf, dann wähle ich die Remote aus. Und dann links oder rechtsklick drauf. Rechtsklick, da hat jetzt so was Weißes drauf. Genau, jetzt gehst du ein Stück zurück und drückst mal mit der Remote linksklick. Oder rechtsklick. Ja, Moment, ich setze klein ein paar mehr. So, jetzt sieht man schon, unser Miner füllt wieder auf. Und dabei schmeißt er uns die Pipes nämlich wieder hier in die Kiste rein. Das ist, was ich meinte, wir kriegen unsere Pipes wieder. Und jetzt nehmen wir uns den ganzen Erz mal raus. Und dann, wollen wir mal gucken, dass wir das alles irgendwie jetzt ein bisschen unterkriegen in den Maceratern. Dass wir dann... Das hat gut geklappt. Warum habe ich Angst, wenn du sagst, Ich habe Dynamit. Sehr viel. Oh Mann. Ich habe gerade einen schönen Gang gesprengt. Und du springst gerade unten weiter, oder was? Ja, ganz unten. Der ist schon fertig. Der war jetzt innerhalb von ein paar Sekunden komplett durch. Mit auffüllen. Ach, wie oft ich hier noch runterfallen werde. Die haben die Geschwindigkeit erhöht. Das finde ich gut. Finde ich schön. Ist doch eine schöne Sache. So, das Nikolit kommt da rein. Ja, Marble. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, aus. Aus, du blauer Creeper. So. Ich habe gerade noch einen Creeper abgewehrt. Alles, was ich wollte, war ein bisschen mit TNT spielen. Ich habe wieder Diamanten gefunden. So, hier das reiße ich ab. Das ist nicht mehr so zeitgemäß. Das machen wir jetzt aus Marble. Schade eigentlich, dass wir eine Schneelandschaft haben. Das wird alles so weiß in weiß aussehen. Naja, ist wie es ist. Und ich müsste mal mein Bedpack wieder laden.
Noch geht's so. Ich bin das momentan aus meiner Singleplayer-Welt gewöhnt, dass ich... keine Ahnung. Was bin ich denn da gewöhnt? Dass ich, keine Ahnung. Ich sag euch Bescheid, wenn ich's weiß. Kein Bedpack habe. Deswegen. Und, ja. Ohne diesen Bedpack. Chris, hier ist oben immer noch ein Loch in der Decke. Ich habe vor uns auch noch eins zugemacht. Aber alle habe ich anscheinend auch nie gefunden. Und da habe ich noch eins gefunden. Oh, ist das nervig. Naja, Creeper halt, ne? Mistviecher. Die Last des Minecraft-Spielers, der Creeper. Nerviges Mistvieh ist das. So, und hier baue ich schon mal ein bisschen aus. Weil, ne, wir müssen ja demnächst auch Mass Fabricator unterbringen und noch ein, zwei andere Geschichten. Quasi die Verkabelung dazu. Brauchen wir halt ein bisschen Platz. So. Hätte ich das. Und jetzt wollen wir mal gucken. Tin, das, dahin. Ach, Gunpowder schicken wir gleich zu Chris rüber. Der ist ja unser Sprengmeister, wenn man es so will. Ah, das macht auch wirklich schneiden Spaß. Und schon richtig Rohstoffe damit abgekrempelt? Ja, halt 4 Diamanten. Bisschen Redstone, so einen halben Stack. Kupfer. Ich bin halt ganz unten. Da Nikolit. Ja, und ansonsten ein bisschen am Schustern, weil so viel Cobblestone dann dadurch runterfällt. Erstmal irgendwie Platz zu kriegen für den ganzen Spaß ist eine andere Geschichte. Ja, ja, der ganze Cobblestone, ne? So, jetzt mal kurz warten, dass das da fertig ist. Und dann können wir da noch einen Stack. Mach das bisschen Gravel da reinmachen. Und das Scrap werden wir auf jeden Fall erstmal aufheben. Ja, das heben wir erstmal auf. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch machen. Schon wieder so eine Folge, wo nichts passiert ist, aber ich trotzdem die ganze Zeit beschäftigt war mit irgendwas. Zum Beispiel mit Sortierung, Einsortierung in Kisten. Ja. Warum ist diese Kiste so voll? Warum sind alle Kisten so voll? Ich habe eine ganze Kiste wieder für Cobblestone. Ich baue jetzt gleich noch 3 mehr wahrscheinlich, wenn das so weit geht. Kannst du dir ein Tube-System legen und dann nach oben schicken. Direkt in den Recycler rein. Das wäre eine Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, musst du halt nur ganz, ganz oft drücken, bis alles oben ist. Nö, ich baue den Dings. Ja, das wäre natürlich die ideale Lösung. So. Der ist jetzt fertig. Mit hochziehen. Und jetzt können wir nämlich gefahrlos unsere Miner abbauen. Wenn wir das nämlich wie vorher gemacht haben, da kann eigentlich schon mal passieren. Dann baut das Ding ab und alles fällt ganz, ganz runter bis in die letzte Ecke von der Minenarbeit. Und dann hat man richtig Spaß. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direkt auf den Kupfer setzen wir unseren Miner hin. Bauen die Kiste ab. Oh, kein Platz mehr im Inventar. Und immer noch kein Platz im Inventar. So, jetzt haben wir die Kiste wieder im Inventar. Und ich muss ja noch das Feld wieder neu bauen. Das habe ich ja ganz vergessen. Mensch. Welches Feld? Ach, das Feld. Ja, das Feld. Da habe ich so ein bisschen geschlampt gerade. Ich muss jetzt erstmal Zeug loswerden. Ich habe so viel Zeug im Inventar. Naja. In der nächsten Folge setzen wir dann den Miner fertig um. Und bis dahin, ja, wünsche ich euch wieder mal einen schönen Tag. Und, ja, bis morgen. Tschö. Jo.